Moin, moin, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Factory Prime oder wie schließe ich Dinge an einen Mainboss an? Denn das werden wir hier die ganze Zeit tun. Nichtsdestotrotz, mal klein machen. Ja, ich habe auch noch versprochen, da hinten ein bisschen Design vom Bahnhof zu machen. Alles nacheinander. So, heute steht auf dem Plan Quarz und Mini-IBM. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Und dann haben wir eigentlich nur noch Cool Runnings und das. Das wird auch nochmal extrem. Oh, und dann da hinten die drei, die vier. Ne? Also es wird auf jeden Fall. Alles in allem laufen die Dinger hier ganz gut. Hier haben wir noch ein kleines Problem. Oh, wo sind wir denn hier? Genau. Hier haben wir noch ein paar gelbe Stäbe. Das liegt aber ganz einfach daran, dass hier noch nicht genug Statoren und Rotoren gebaut werden, weil einfach hier die Kupferbarren, ne, langsam hier hochstecken auf die 100 und dann hier auf die 100 und dann hier und dann hier. Das dauert halt ein bisschen und dementsprechend wird noch nicht genug Draht produziert. Wenn nicht genug Draht produziert wird, ne, dann geht das halt alles, ja, nicht so fix. Dementsprechend hier oben nicht ganz. Gleiches Problem auch drüben bei Heavy Rains. Hier mit natürlich den Materialien, die wir am meisten stecken. Am höchsten stecken Draht ist natürlich das eine, aber hier ist es Beton. Und hier hinten haben wir noch, haben wir erst um die 346 und hier auch. Weil der Beton danach muss halt natürlich noch in diese beiden hier rein. Und das ist auch nicht wenig, was hier rein muss. Ne? Aber hier kommt gerade gar nichts an. Was aber okay ist, so baut sich hier so ein kleiner Puffer auf. Und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass dann irgendwann, wenn der Beton dann nicht mal hier ist, entsprechend das alles dann wieder, oder der Puffer leer wird. So, aber heute geht's los. Naja, ne, ich weiß hier, das ist alles Quarz. Ne? Am liebsten... Ja, einmal mal kurz hier die Raffinerien lösen. Alles Quarzkristalle, was haben wir hier? Kupferbarren. Lass mal so ein bisschen was machen. Was haben wir hier? Ich glaube auch Kupfer, ne? Hm. Und hier war so ein bisschen näher Eisen und Aluminium. Ja, auch Eisen. Hm. Aluminium stimmt, Aluminium ist noch nicht. So, dann wissen wir schon mal immerhin, was jetzt hier reinkommt. Oh Mann, und zwar eine Menge Kupfer und Quarz, ne? Und hier sogar zweimal Quarz. Ah, da muss ich mal wieder ganz kurz meine Dings hier aufmachen, Sekunde. So, da sind wir wieder, Masterclass Ressourcen. Also, wir sind bei Quarz Advanced und brauchen... 669,964 Quarz. Und das ist natürlich extra. Ach, nee, jetzt Wasser. Quarz 784,286 Stunden. 784,286. Und das ist auch das einzige, ne? Also theoretisch können wir es danach hier eigentlich wegnehmen. Ich würde das hier nehmen als. So, ne? Und ich würde auch halt tatsächlich weiter. Quasi von, ne, wie wir das hier so machen, weil das sieht eigentlich ganz okay aus. Mittig, das hat sich, ne, finde ich jetzt auch übrigens ein bisschen besser. Ach, toll. Irgendwie muss dann aber nochmal ein Update geschehen. Okay. Warten kurz ab. So, das weg. Alright. So, und dann wollen wir hier. Was brauchen wir noch? Wir brauchen entsprechend Quarz sehr viel. Wasser. Naja, Kupfer und Eisen hält sich in 195. Hier erst, ich würde sagen, erst Quarz, dann Kupfer. Nice. Und sehr viel Wasser. Sehr, sehr viel Wasser. Das ist aber das erste Mal, dass wir so richtig viel Wasser benötigen. Ne? Obwohl, nee, wir haben da hinten doch Huhn, glaube ich, ein bisschen Wasser. Oder was haben wir da? Ne, Öl. Das läuft aber auch inzwischen sehr gut, ne? Sogar hier. Alles ein schöner Graf. Ab und zu mal jetzt kurz runter. Auch immer das ist. Aber auf jeden Fall nicht hier, weil hier sind 50 drin und hier
0,8. Ah, okay, 70%. Ja, nicht so ganz rund läuft, aber... Also könnte ich halt auch noch fixen, indem ich das einfach mal alles volllaufen lasse oder. Aber hier, ne, 94%, warum auch immer, ne, weil Öl ist da, 50er, 95%, das muss ich erstmal alles wieder ein bisschen... Und Treibstoff ist auch, guck mal hier. Na, erst in letzter Zeit. So. Dann jetzt aber los. Machen wir erstmal Quarz. Quarz, Kupfer, Eisen. Und dann Wasser so nochmal so drüber. Das wird hier auf jeden Fall ein bisschen enger. Warte mal, ist das... Ja, wir müssen hier unten mal... Ja, hier bei dem Ding. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier gemacht habe, ne? Aber es geht mal hier alles weg. Ich glaube, das ist noch der Boden so vom letzten. So, dann suchen wir das mal hier so hin. Ja, hier und dann... Man sieht es ja irgendwie ganz cool, so oben diese, wie soll ich sagen, Drahtgitter. Ich bin gespannt. So, dann Quarz. Wie bauen wir das hier ein bisschen mal hin, ne? Wieder hier zwei. Ja. Oh, da oben ist noch mal. So. Diese beiden, ne? Also zwei nebeneinander. Mit mir. So. Wenn wir das hinkriegen. Ah, wird schwierig, glaube ich. Wir checken. Wir brauchen einen ganz Rand und daneben. Also das wäre da. Mache ich denn? Also hier, dann dahin und da. Und dann quasi daneben, also anstelle von hier, hier. Das hinhaut. Eigentlich brauchen wir das nicht weiterführen, ne? Wir machen es trotzdem. Okay. Wir splitten. By the way, nochmal ein guter Hinweis, ne? Ich kann hier auch nudgen, ne? Hab ich ganz vergessen. So. Das passt. Ist das hier? Huch. So, der Splitter so hin. Okay, ja, ja, ne? Das passt aber.
Problem, was wir jetzt haben. Ich muss das. Muss das irgendwie anders lösen. Weil, ne, diese zwei nebeneinander, da gibt es ein Problem. Das ist zu nah. Autosaves, ganz wichtig. Habe ich ja ein bisschen hochgeschraubt. Auf alle 15 Minuten. Aber nachdem ich da irgendwie die gesamte Quarzzufuhr nochmal bauen musste, war ich da raus. Na, sonst haben wir da eigentlich echt kaum was, ne? Hm, na gut. Und da muss es irgendwie hin. Ich das jetzt mal, keine Ahnung, so. So kann man noch mit leben. Dass wir noch mal ganz kurz einfärben, dass wir das auch alles wissen. Okay. Warte mal, Überschuss. Alright, dann ist das soweit fertig. Als nächstes das hinhaut, ohne Scheiß, ey. Ich weiß gar nicht. Vielleicht habe ich die auch falsch angeschlossen. Aber okay. Dann brauchen wir Kupfer. Und zwar 259,067. Weiß ich jetzt ehrlich nicht, wie habe ich das gemacht? Ist das, was noch weitergeht? Ja, ne? Oder das, was abgenommen wird? Nee. Also dann machen wir den hier mal leer, die 170. Und noch 170, 260, 90 noch mehr, ne? Von dem dahinter vielleicht. Aber erstmal wieder die Dinger hier fertig machen. So, das muss leider so hin. Damit das halbwegs aussieht hier. Und da fehlt immer noch Wasser, ne? Ne? Und wenn wir das haben, plus Wasser, dann ist das hier ready. Wir sind jetzt 665, die kann ich nehmen. Ist okay, das Ding hier.
müsste hier hin. 1, 2, da. Förderband, ach nee, das geht. Förderband, intelligent. Okay, ja, müssen wir mal gucken. Ah, sieht gut aus. Dass das hier alles ordentlich durchfließt. So. Ich mit dem Überschuss. So, dann das natürlich noch schön hier hinsetzen. Ich werde das mal mit so einem, kann ich auch, gibt es irgendwas mit zwei Bildern? Ich kann dann so machen, ne? Ja, okay, warte, machen wir das mal. Oh, geht. Bei Texte. Mach ich mal so. Und so. Kristallisiert sich immer so ein bisschen Best Practice raus. Also, wir brauchen hier Eisen 195,102, sagen wir 196. Und 196, 665 minus 196, 469. Und so weiß jeder, 469 sind weiter nach da. Perfekt. Okay. So, jetzt nur noch Kupfer. Da ist das, dann muss da Kupfer sein. Ah ne, da brauchen wir gar nicht weitermachen. Die 170 nehmen wir weg. Müssen wir mal gucken. Wenn wir so hinkriegen. Benötigen 200, sagen wir mal 260. 260 minus 170 sind 90. Ne? Das heißt, hier gehen 90 runter. 780 minus 90 sind 690. Und schon wissen wir es. Schon wissen wir es. Na, dann mal los. Ach ja, hier unten müssen wir auch noch ein bisschen. Okay, jetzt wird es hier aber wild. Jetzt können die eigentlich erstmal weg. Genau, machen wir einen kleinen Fusionator. Das muss ja hier hin, ne? Shit. Was ist das hier? Ich muss auf jeden Fall ein Fusionator hin, okay. Der ist ein bisschen
Bisschen zu voll, okay. Raus. Okay. Okay, und das passt auch. Sehr schön. Und jetzt haben wir hier noch das. Und da muss dann halt der intelligente Splitter hin. Das sieht kacke aus. Scheiße. Das muss eigentlich noch mal ein bisschen weiter nach da, ne? Ja. So. Hier einmal rumgehen. Und sagen nach rechts beliebig mit dem Überschuss. Hier oben hin. Das ist immer, sofern du das hinbaust, wenn es noch nicht voll ist, oder wenn es noch nicht voll steht, ne, dann hast du hier das Problem, das nervt tierisch. Okay. So. Okay, und das ist... Opfer. So, okay. Hm, soweit so gut. Was da? Was ist da? Perfekt. Kommt an. Damit wäre das safe, aber das hier noch nicht. Da müssen wir nochmal jetzt hier die Sachen. Da und dann da. So. Oh shit, das war richtig. Nope. Auch nochmal eins hin. Okay. Jetzt ist das wieder da. Okay, perfekt. So, jetzt sollte das eigentlich alles funktionieren. Jetzt nur Wasser rein. Ah ja, und zurück muss es ja auch noch. Das kann ich aber locker hier machen dann. Weil der ganze Shit hier oben, der muss ja dann laufen. Der muss ja dann, die Quarzoszillatoren, die müssen ja dann halt weiter transportiert werden. So, Pipeline-Durchführungen. Nichts machen, oder? Wie viel Wasser brauchen wir denn? 669. Oh Mann, ey. Hier geht Wasser rein. Hier geht Wasser rein. Hier geht Wasser rein. Immer schön separat, ne? Mhm. Ui, ui, ui. Da 600. Ich glaube, hier waren die 69. Ja.
Hier kannst du 20, 20, ja. Also hier kannst du 600 rein. Warte mal. Hä? Da muss ich mal ganz kurz, glaube ich, in die Masterclass gucken. 669. Hier sind 370, das ist der letzte. Ja. 375 hier. Okay, haben wir noch 225 offen. Auto save. 225 offen, das bedeutet, jetzt hier. Ach, ja, hier ist, glaube ich, der krasse, ne? Hier ist 10. Ne, 9, irgendwas. 9,595 und hier 37,5. 9,5995. Wie viel waren es? 17? Ne, 18. Mal 163. Ja, okay, also das kann man hier zusammenpumpen und dann hier joinen. Das passt. Passt. Nur wie, wo ich das mache. Hier. Wenn ich das jetzt hier mal so hinpacke, kurz hier auf Standard und Rohre, und das auch gleich ordentlich ist. Wenn ich das hier so gehen. Ja, hier nicht. Hier nicht. Wie geht das denn da am besten? Seit hier hin. Und das geht halt nicht, weil wohl würde schon gehen. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, das heißt, ich brauche jetzt erstmal zwei Rohre. Nehmen wir irgendwo schon mal Wasser ab. Nehmen einmal Öl ab. Aber sonst nirgendwo Wasser, ne? Das werden wir erst wieder da hinten tun. Okay. Jo, hier die beiden äußeren. Ich mache hier das gleiche, wie ich sonst auch mache. Eins geht halt weg, ne? Würde ich das erste nehmen. Dass das hier leer wird. Wollen wir das nämlich auch nicht weiterführen. Hm. 600 minus 70 sind 530. Ne? Gut, dann haben wir das. Dann müssen wir hier nochmal ein bisschen erweitern.
können wir hier. Ja, das sieht jetzt auch wieder wahrscheinlich ein bisschen übel aus, aber ich finde nicht ganz so krass übel. Ja, warte mal kurz, das hier ist gut, weil braucht da keine Kreuzung. Nimmt ja eh alles runter. So, und dann müssen wir hier einmal abzwacken. Mal sehen, ob das gut passiert hier. Ah, nee. Wir machen das mal anders. Ich habe eine Idee. War ein bisschen übel. Aber es nützt nichts. So, dann mache ich hier nämlich eine untere Pipe. Aus. Na? Wahrscheinlich doch ein zu hoch, ne? Ja, man wird dann auch kreativ bei solchen Sachen. Okay. Mit Nudeln geht's. Hier kommt das Ding zurück, glaube ich, ne? Das heißt, wir brauchen einen nochmal einen weiter draußen. Ob das hinhaut, man weiß es nicht. Es sieht so aus aktuell. Es sieht so aus. Gut, na dann, weiter. Stimmt, die Dinger müssen wir mal runterbringen hier. Erstmal das hier. So. Und hier muss ich das denn joinen, ne?
muss ich das joinen? Mal gucken. Ah ne, ein weiter nach da, ne? Ja. Da bin ich echt gespannt, aber eigentlich theoretisch müsste das so laufen. Das müsste eigentlich alles so gehen. So mache. Ich will nämlich diese Kreuzung hier genau so. Und das Ding dann runter. Ach so, das ist hier so direkt auf der Mitte, ne? Irgendwie so. Alright. Das muss da irgendwie rein, ne? Frage ist wie. Am besten, ich glaube, wenn wir das wegnehmen. Das ähnlich machen wir jetzt, ne? Einfach mal so. Und dann kommt das Ding hier hin. Schön auf Mitte. So, Boys and Girls, das müsste dann ja gehen. Alles an. Wasser wird überall reingepumpt. Es sieht soweit gut aus. Das Gute, by the way, ist natürlich, dass jetzt sich so ein bisschen was füllt. Ne? Wie immer. Stromschalter Priority. AB. So, und dann haben wir hier Quartz Advanced. Naja, und das in 38 Minuten. An geht der Lachs. Oh, ich muss dann natürlich noch die Produkte zurückführen. Rot, ne? Das wäre tatsächlich so. Dann droppe ich hier nochmal so ein Underground.
geht hier der Fusionator hin? So. Ja, aber richtig ab mit dem Quarz an, ne? Heftig. Wichtig ist aber auch die Quarz-Oszillatoren. Soweit alles voll hier. Entschuldigt. Wie sieht das hier aus? Wasserprobleme. Muss ich erstmal alles wahrscheinlich voll laufen hier. Und ich würde wahrscheinlich auch nochmal zwei Ventile reinpacken. Ich glaube, das macht immer Sinn. Wenn man dann hier mal einmal runtergeht, ne? Das erste waren, glaube ich, die 600, ne? Und das zweite waren dann 70. Kann ich ja gleich mal das Ventil entsprechend einstellen, dass das dann alles nachher ordentlich läuft. Bin sehr gespannt. Das ist alles ohne Pumpen und so, ne? Also naja, ein bisschen was funktioniert hier. Hier haben wir nochmal ein bisschen Eisenplatten. Hier werden Unmengen Kabel gemacht. Und irgendwann geht das hier alles hoch. Den Draht und Eisenplatten haben wir hier. Ja, das wird hier hinten. Das provided. Haben wir die verstärkten Eisenplatten. Und die gehen dann irgendwann hier alle rein. Und dann werden irgendwann hier. Oh, 100%. Quarzoszillatoren kommen schon raus, liebe Leute. Sehr, sehr cool. Irgendwann wird das alles volllaufen und dann irgendwann kommen die Quarzoszillatoren. Ja, bis hier, ne, kommt das Wasser noch nicht gut. Fünf Wasser ist doch drin. Spätestens wenn sich dann alles irgendwie zurückstaut und was nicht alles, ne? Also dann wird's schon. Aber hier mit den Eisenbarren, 193, zumindest die Eisenbarren, laufen sehr gut. Und dadurch, na, hier ist halt auch so ein Ding. Es könnte aber auch sein, dass das irgendwann krachen geht, ne? Das ist hier 18 mal 6, 60 und 6 mal 8, das sind auch irgendwie um die 100.
Wir werden es beobachten und weitersehen. So. Aber Quarz ist angeschlossen. Jetzt schauen wir mal hier kurz rein. Hier brauchen wir jetzt ein paar ein bisschen mehr. Hier brauchen wir mal, und ich frage, muss ich hier nochmal kurz das machen. Jo, okay. Wir fangen hier schon mal an, zumindest mit diesen kleineren Sachen, die wir hier lang ziehen. Gummi, KI-Begrenzer. Quarz-Oszillatoren kommen auf jeden Fall hier von Rot. Auch die automatische Verkabelung kommt auch von Rot. Und die Heavy Rames, wo kommen die denn her? Übrigens, aha, guck, 500 und 500. Jetzt ist doch alles toll. Die werden jetzt schön gebaut. Ah, ein kurzer Blick hinten, ob das jetzt mit dem Draht und dem ganzen, mit den Motoren hier läuft. 50. 50. Ah, 35. Hier. Okay, na gut, die sind zwar auch auf 100%, aber wahrscheinlich noch nicht so super ganz. Wie sieht so hier aus? 69, 69, und hier schon 100. Okay. Aber das wird jetzt hier auch mehr. Wie sieht es hier aus? 500er, 500er Draht, 500. Ah ja, die letzten drei werden jetzt noch langsam gefüllt. Und dementsprechend muss aber auch unten halbwegs das jetzt laufen mit dem Draht. 80%, ja genau hier, ne? Die beiden sind schon auf 100. Ja, noch nicht so ganz läuft das hier gut. Ach, guck mal, und jetzt haben wir's. Jetzt haben wir es doch. Ne? Müsste jetzt eigentlich laufen. Ah, nicht ganz. Okay, aber jetzt wird sich hier auf jeden Fall irgendwie auspendeln. Also auf 100%, sehr schön. Okay. So. Mal hier mal einen Blick reingeworfen. Durchfluss ist hier nicht allzu viel. Die 600 schiebt er hier durch. Und hier ein bisschen weniger. Vielleicht sollte ich auch erstmal gerade für den Start das Ventil hier nochmal so ein bisschen zurückhalten. Damit er einfach von beiden Seiten da alles reinschieben kann. Okay. Soweit so gut. Jetzt gehen wir hier hin. Die Heavy Rames, wo kommen die rauf? Aber auch hier, ne? Müsste eigentlich kommen. Oh ja. Modulare Rahmen auf jeden Fall. Quarz-Oszillatoren, Statoren, ah ja, da war. Normaler. Ja, aber normaler. Ja, ich habe die, glaube ich, auf Rot gepackt. Kann ich ja gleich nochmal checken. Hä? Okay. Stehen hier alle? Naja, ne? Jetzt haben wir hier mal so ein bisschen mehr Rahmen.
100, ne? Perfekt. Okay. Ja, aber auf jeden Fall rot. Und rot wird dann dementsprechend jetzt hier abgenommen. Vielleicht mit einem programmierbaren Splitter. Und dann... Ah, nee. Na, wenn da einer... Ich brauche halt drei, die voll laufen können. Ja, aber wie ich das am besten mache. Wobei die 15, die sind weg. Also die müssten eigentlich, die müssten eigentlich verschwinden. So. Aber hier, die 16,875 noch nicht. Und die 2 auch nicht. Na gut, machen wir erstmal hier, ne? Ethereum. Nochmal weg. Die direkte Verbindung ist ein bisschen besser für die CPU. Okay. Und hier ist dann sozusagen alles wieder raus. Das wäre dann hier. Mini-IBM. Ach Mist, ich habe jetzt hier gerade... Ja, können wir noch... Ich mache die ganze Zeit diese Wasserfarben, aber... Na gut. Schöneres. So. Warte mal, das kann ich von hier ranholen. Mitte ist eigentlich egal. Und das von hier. Wiederum bedeutet, das gehen könnte. So, dass man da mal diese drei... das hier wegnimmt. Also hier ist der erste. Und hier ist der letzte. Hier. So, das wird jetzt ein bisschen stauen. So, jetzt kommen hier die intelligenten Splitter, aber das passt dann. Boah, ein Glück. So. Eins. Zwei, genau, die zwei. Hier die drei. Kurz checken, ob das hinhaut. Nee. So, Mitte funktioniert. Perfekt. Na, perfekt. Okay. Dann, was soll hier hin? Quarz, automatische Verkabelung und Heavy Rames. Okay.
Quarzoszillatoren. Also hier erstmal Überschuss. Zack. Quarzoszillatoren. Und dann hier automatische Kabelungen und in der Mitte Überschuss. Und hier schwere Modrahmen. Und Mitte Überschuss. Ah, dann funktioniert das ja schon mal. Sehr cool. Ah, und das ist dann wirklich die, so der Charme vom Main Bus. So. Den Rest werde ich wahrscheinlich erst in der nächsten Folge anschließen. Die zwei Sachen. Wollte zwar Mini-IBM machen, aber wir sind schon fast eine Stunde. Deswegen an der Stelle, Leute, müsst ihr euch ein bisschen gedulden. Noch bis Samstag. Aber trotzdem, wie immer, danke fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Das freut mich immer sehr. Und ansonsten sehen wir uns dahin. Habt noch eine schöne Woche. Bis dahin, macht's gut. Euer Chucky.